Und damit willkommen zurück zu Rising World. Ja, einige von euch haben es vielleicht jetzt schon mitbekommen. Ich bin zwar in einem Livestream, habe ich auch beim letzten Mal gesagt, aber, und das ist jetzt das große Aber, ja, ich mache einzelne Parts. Hintergrund ist der, wie auch schon im letzten Part angesprochen, dass Riperion erst sehr spät da hinzugekommen ist zu diesen ganzen Aufnahmen beim letzten Mal. Und ja, er wollte halt gerne auch noch seine Zeit haben. Und um ihm noch mehr Zeit zu geben, mache ich natürlich dann zwischen den Aufnahmen kurz eine Pause, atme einmal durch und mache dann die nächste Aufnahme, statt in einem durchzureden. Ja, und natürlich sage ich auch dem Lego 0197070 hallo. Und ja, der Samuel ist immer noch da und fragt jetzt gerade, wenn das Wasser-Update kommt, machst du doch in der Kanalisation Wasser, oder? Ich weiß leider noch nicht, wie das Wasser genau von der Physik her sein wird. Ja, ich werde einen exklusiven Blick erhaschen dürfen. Ja, ich habe ja auch schon die ersten Bilder zu den neuen Models gesehen, also zu den neuen Figuren, wie die aussehen. Darf die aber nicht zeigen. Also da stehe ich unter einer sehr strengen NDA. Beziehungsweise würde ich mir da meine Beziehung mit kaputt machen mit dem Entwickler. Deswegen bin ich da mal lieb. Aber ich werde euch dann natürlich entsprechend, sofern es mir erlaubt ist, vielleicht einen Screenshot machen oder vielleicht darf ich sogar einen Let's Play-Part dazu machen. Muss ich mal fragen, was ich machen darf. Ja, wobei das dann halt auch gegenüber anderen Let's Playern sehr unfair wäre. Ja, aber es gibt ja auch noch andere, die das spielen. Und ich habe auch mal geguckt, ja, und das muss man jetzt wirklich mal sagen, wie viele von den Let's Playern damals Rising World angefangen haben und wie viele machen das noch weiter. Ja, darunter war ja zum Beispiel Hirnsturz, Saraza, Opa Zeron, Henki war dabei, war jetzt zwar kein großer, aber egal. Pox, also viele, auch mit welchen ich zusammengearbeitet habe. Und der Sandrillas, genau, der war auch noch dabei. Und im Endeffekt sind es jetzt nur noch, bis auf halt einige, die jetzt nochmal neu anfangen und damit versuchen, da sich umzusetzen, sind von Anfang an dabei nur noch der Opa Zeron und meine Wenigkeit, ja. Man muss dazu sagen, der Opa Zeron hat natürlich eine größere Community, hat natürlich auch eine größere Reichweite, ist richtig. Aber er hat bei weitem weniger Freunde. Ich glaube, er ist jetzt gerade erst an die über die 100 gekommen oder so, während ich jetzt halt, ups, schon bei 400 noch was bin. Ne? Also, jetzt könnte man sagen, ja gut, dafür sind seine Parts länger. Ja, gut, aber wie gesagt, er haut sie nicht täglich raus. Er hat sie anfangs auch täglich rausgehauen, mittlerweile aber auch nur noch so, ich glaube, alle 2 oder 3 Tage war das. Ich habe jetzt seinen Uploadplan nicht im Kopf, aber trotz alledem muss ich sagen, er ist immer noch einer mit derjenigen, der mir dann in dem Moment auch am sympathischsten ist, weil er auch an das Spiel glaubt. Und ich glaube auch an dieses Spiel. Und ich freue mich, wie gesagt, riesig auf das kommende Update. Ja. Natürlich gibt es dann auch noch so ein paar Ausnahme-Let's Player oder Hobby. Sagen wir, nee, nicht Let's Player. Sagen wir, Ausnahme-Videoschneider. Ist auch doof ausgedrückt, ja. Zum Beispiel bei dem Riperion, der hat auch einen YouTube-Kanal und dort macht er dann immer so mit dem Tool Bandicam macht er dann immer so 10-Minuten-Videos und zeigt dann halt sein Haus, wie er das gebaut hat. Und ich muss sagen, finde ich immer ganz nett, das bei ihm zu sehen, besonders auch, weil er das so schön in Szene stellt. Ja, und dann natürlich auch teilweise auch erklärt, wie er das dann gebaut hat, aber nur teilweise, ohne jetzt zu genau ins Detail zu gehen, ne? Also halt, da hat er einen Blueprint benutzt oder so, sagt er dann, ne? Also, und wo er diese Blueprints her hat. Also auch da verletzt er keine Copyright. Also, oder zerstört er nicht das Recht der Einzelnen, obwohl es dazu kein Recht gibt, aber halt, er ehrt diejenigen, die die Kunstwerke dann auch entwickelt haben. So. Mann. Manchmal ist die Wortfindung echt schwer bei mir. Ja. Gut. Genau. Ja. Also, wie gesagt, das sind so die Let's Player, die immer noch aktiv dran sind. Opa Zeron, meine Wenigkeit, ja. Und der Riperion halt so und halt natürlich die ganzen Kleinen, muss man auch sagen, auch die Kleinen machen natürlich ihre guten Videos. Es gibt noch einen, der kam aber erst später dazu. Aber ich habe den Namen auch. Der hat sich vorgenommen, 1000 Folgen zu machen. Ist auch schon eine Nummer, aber klar, produziert auch längere Videos, hat aber auch nur dementsprechend, glaube ich, nur 1 oder 2 Projekte, ja. Bei mir bitte wirklich beachten, wie viele Projekte ich habe, dass es da zeitlich manchmal nicht möglich ist, ja. Ausnahmen sind da The Legend of Zelda Twilight Princess HD, wo ich dann wirklich immer lange Folgen habe und genauso Minecraft in der Wii U Edition. Und auch da nur, weil es ansonsten zig Millionen Parts werden würden.
Beziehungsweise bei Minecraft Wii U wird das auch nur so lange Bestand haben, wie ich dran Lust habe. Ja? Aber auch da kann ich ja noch was dazu sagen. Also es kommt noch bei mir, ich habe ja 16 Projekte aktive, es kommt bei mir indirekt 16,5 Projekte dazu. Im Livestream am Montag erwähnt, aber noch nicht durchgeführt. Ah ne, im Livestream am Sonntag war es. Montag, Sonntag, ich weiß es nicht. Mein Projekt Super Mario Maker One Level Per Day wird nun auch international komischerweise immer mehr geguckt. Und aufgrund dieser Tatsache und der Einsendungen, ja, und ihr natürlich hier in Deutschland, klar, ihr könnt die auch gucken, aber für die ist es halt immer schwer, dann hat er jetzt ein deutsches oder hat er jetzt ein englisches Video veröffentlicht. Deswegen werde ich da das Ganze ausweiten in die internationale Sparte und dort natürlich dann spezielle Videos für die Kollegen aus dem englischen Sprachraum machen, ja. Jetzt ist es natürlich so, einige aus Deutschland, oder es eigentlich sogar sehr viele, sollten es können, können ja Deutsch, das sowieso. Wobei, okay, zurzeit müsste man sagen, bin mir nicht sicher, ob wirklich ein Großteil der Menschheit jetzt hier, oder ein Großteil der in Deutschland lebenden Bevölkerung Deutsch kann. Nicht jetzt negativ gemeint, aber kann sein, dass jetzt zurzeit die Rate irgendwie mehr in Richtung alle anderen Sprachen, aber nicht Deutsch ist. Ich kann es aber nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch nicht negativ gemeint, nur, ja, also, okay, zu Mario Maker zurück. Dadurch, dass die meisten Deutschen halt auch Englisch können, die meisten, sage ich, ne, ist es dann halt auch kein Problem, dann in dem Augenblick auch da die Level zu genießen. Das heißt also, für die lieben, netten deutschen, österreichischen und Schweizer Zuschauer und halt andere, die aus anderen Ländern zugucken und Deutsch können, ihr habt dann den Vorteil, ihr könnt die Videos noch öfter sehen. Also, ihr bekommt dann noch mehr Level, ja. Während sich zum Beispiel dann Amerikaner, Engländer, halt englisch sprechende Länder dann mit, ja, einem Level zurechtgeben oder sie versuchen dann halt das Deutsch zu lernen. Oder versuchen dann Deutsch zu lernen. Nicht das Deutsch, sondern das Deutsch, ne? Wenn du irgendein LP fertig hast, könntest du vielleicht Super Mario 3D World CP? Hä? Da musst du mich jetzt mal aufklären, was du da meinst. Oder ob du jetzt Koop meinst. Koop ist halt ein bisschen schwierig. Ich hätte jetzt keinen Koop-Partner. Ich suche schon seitdem ich aufnehme einen Koop-Partner. Aber das ist halt ein Ding der irgendwie der Unmöglichkeit hier in der Umgebung. Deswegen, Koop-Partner wird dann wohl nichts. Weil auch Super Mario 3D World habe ich Let's Played, aber wie gesagt, als Koop ist es dann wieder ein bisschen schwerer. Ohne einen Partner. Ach, das ist eine Strecke, da wird man ja bescheuert bei. Gut, weiter geht es hier mit dem Abbauen. Und besonders, ich bekomme auch gar keine Steine, das ist das nächste Schlimme. Also ich muss dann ja auch irgendwann bald mal die Erde wegwerfen. Dein Inventar ist voll, ja, ach weiß ich. Oh, doch, hier bekomme ich Erze. Inventar ist voll und ich bekomme Erze. Das darf aber so nicht sein. Zip. Zip. Wupp. So, machen wir erstmal jetzt hier die Erde weg. Zack, 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 zack. Okay. Das Sofa muss ich noch irgendwie mal wieder hinstellen. Ansonsten sieht das hier nicht mehr schön aus. Es wird gerade der Vorschlag gemacht, mein Sohn, nein, ich werde meinen Sohn nicht damit reinziehen, der wird komplett außen vor gehalten. Der soll sich erstmal um seine Schule und alles kümmern, bevor er mit sowas anfängt, was ich hier mache. Also das werdet ihr erstmal nicht erleben, dass mein Sohn irgendwie hier in diese Let's Play-Schiene rutschen wird. Ja, ich finde schon, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise schlimm genug, dass die Leute mit meinem Sohn Minecraft spielen wollen. Weil mein Sohn ist mein Sohn. Und nicht, mein Sohn ist, ja. Was weiß ich nicht, mein Handlanger. Um es mal so auszudrücken, ne? Es ist halt so, ich möchte ihn halt distanzieren, weil er ist noch einfach, noch nicht in dem Alter, um das Ganze zu verarbeiten. Ordnungsgemäß zu verarbeiten. Darum halte ich das mal für ausgeschlossen. So. Jedenfalls bekommen wir hier mal wieder ein paar Steine, das ist auch schön. Und auch Erze. Denn die können wir wirklich in Massen gebrauchen.
Was ist das jetzt eigentlich gerade für ein Erz, was ich hier sammle? Wolfram. Und das in Massen? Oh, Mann. Gerade Wolfram, was ich jetzt mal nicht brauche. Also jedenfalls wüsste ich nicht, dass ich es jetzt gerade brauche. Aber egal. Haben wir Wolfram. Hey, Wolfram. Ja, ja, Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Unmöglich, da macht er sich hier so breit. So. Dann gab es letztens auch die Anmerkung, ich solle doch auch mal vielleicht mit meiner Frau sowas wie Mario Party spielen, weil wir halt auch so ein Sims-Projekt hatten. Ja, Idee hatte ich auch schon mal. Idee finde ich nicht schlecht. Idee gefällt mir sogar richtig gut. Und ich glaube, ihr hättet auch euren riesigen Spaß dabei. Aber jetzt muss ich sagen, nicht verallgemeinert, aber es ist meine Frau. Da geht es mir nicht darum, diese irgendwie vom Internet zu schützen. Nein, sie ist alt genug. Ja, ich bevormunde sie da auch nicht, gar nichts. Bloß, es hat schon bei den Sims nicht richtig funktioniert. Wie denkt ihr denn, wie das dann funktioniert bei, Mario Party? Nee, nee. Außerdem, dann reißt sie mir den Kopf ab, wenn sie wieder verliert, weil sie es nicht kann. Nee, nee. Das wollen wir mal nicht, ne? Das ist immer lustig. Also, wenn ich mit ihr Tetris spiele, das wäre echt das beste Let's Play ever. Ja, oder Tetris sei jetzt mal dahingestellt, aber halt so ein Tetris-ähnlichen Klonspiele. Da geht die ab wie ein Zäpfchen. Da beschimpft die mich vom Feinsten. Da denkt die echt, ist das seine Frau? Nee, niemals. Ja, die macht mich sowas von runter, das glaubt ihr gar nicht. Ich sitze dann da und denke mir, habe ich diese Frau geheiratet? Ernsthaft? Ja, und danach dann irgendwann, jupp, diese Frau habe ich geheiratet, ja. Denn sie verliert immer. Das Gute ist, ja, wenn ich jetzt hier gerade sitze und so über meine Frau rede, manchmal vielleicht auch ein bisschen, ich würde sagen mal, herausfordernd, neckend oder so, ne? Und sie sitzt sogar bei mir in der Nähe, denkt, achtet sie nicht darauf, das ist das Allerschönste. Also ich kann jetzt hier wirklich alles sagen, was ich möchte, und sie achtet nicht darauf. Ja. Weil ich halt, jetzt kriegt sie es mit, okay, gut. Das heißt also, jetzt bin ich doch mal lieber wieder ruhig. Pikmin 3. Habe ich da? Könnte ich machen. Wäre nicht das Ding, aber wie gesagt, zurzeit erstmal, habe ich viel. Viel, ja. Und ich werde jetzt, wie gesagt, nicht einfach ein Projekt so einstampfen und dann, ne? Ja. Mal eben, ne?